Ein Wal braucht Hilfe. Captain Tolpatsch und sein Cousin François waren mit der Flunder schon früh am Morgen aufs Meer hinausgefahren. Und natürlich war Walross Walli auch mit dabei. Möchtest du eine köstliche Knabberei? Das stinkt ja grauenvoll. Getrockneten Tintenfisch mag er am liebsten. Woher weißt du das? Hat er schon was anderes probiert? Zum Beispiel feinste Escargots? Escar-was? Captain Tolpatsch steckte sich eines der runden Dinger in den Mund, die François ihm hinhielt. Oh, knackig, knusprig. Was ist das für ein Zeug? Das sind Schnecken. Die Häuser isst man natürlich nicht mit. Walli bleibt sicher lieber bei seinen geliebten Leckerbissen. Die verbreiten einen Gestank. Und deine Schneckenhäuser sind viel zu hart. Schnecken! Tintenfisch! Doch der Streit wurde unterbrochen, denn die Flunder schaukelte plötzlich hin und her. Und zwar so sehr, dass sogar die Tintenfische und die Schnecken über die Reling fielen und noch einige andere Sachen. Wir sind über Bord. Vielleicht hat Walli uns zum Dank angerempelt. Nein, das ist kein Walross. Luftblasen stiegen auf. Das hört sich eher an wie ein Tiefseeungeheuer. Das müssen wir uns ansehen. Zur Tauchglocke. Die Tauchglocke lag am Bug der Flunder und war gerade groß genug für die Cousins. Schnell tauchten die beiden ab, hinunter auf den Meeresgrund. Das war nicht Walli, unser winkendes Walross. Der ist nämlich hier. Aber da war noch etwas anderes. Und das befand sich direkt unter der Flunder und stieß immer wieder dagegen. Sieh an, es ist ein Wal. Oh, da muss ich unbedingt Fotos machen. Was ist los mit diesem Wal? Warum rempelt er mein Boot an? Wer weiß, vielleicht fühlt er sich einsam und hält die Flunder für seine Mama. Sei nicht albern, François. Der schuppert sich den Rücken am Rumpf meines Schiffes. Womit er allerdings gerade aufhörte. Wunderbar, unser zappeliger Wal kommt extra für ein Foto. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Jetzt schubberte der Wal sich nämlich an der Tauchglocke. Ach du heiliger Hering, auch das noch. Ich würde sagen, nichts wie weg. Aber der Wal ließ sich nicht abschütteln. In der Abenteuerbucht war heute Fototag. Schön, Sky. Eins noch. Und lächeln. Mischling Rocky drückte gerade auf den Auslöser, als Marshall ins Bild sprang. Marshall, von keinem habe ich so viele Fotos wie von dir. Doch Ryder unterbrach die Fellfreunde. Freunde, Captain Tolpatsch hat euch was von seiner letzten Fahrt mitgebracht. Leckerlis. Das ist toll. Sind die mit Würstchengeschmack? Die mag ich am liebsten. Nein, mit Algen. Mit Algen? Oh, cool. Algen sind gesund. Einer nach dem anderen probierte. Nicht schlecht. Schmecken lecker. Auch Rubble. Salzig. Ich mag salzig. Doch die Leckerlis hatten einen Nachteil. Brauchst du nicht doch noch ein Foto von mir? Marshall, du hast Algen zwischen den Zähnen. Weißt du was? Du auch. Was? Ich? Bitte alle mal lächeln, Fellfreunde. Alle grüne Zähne. Aber keine Sorge, mit Zahnbürste und Zahnseide kriegen wir das ruckzuck wieder hin. Wenn es für Captain Tolpatsch und François doch auch so eine einfache Lösung gegeben hätte. Der Wal verfolgt uns immer noch. Kannst du nicht schneller fahren? Mehr Gas zu geben wäre gefährlich. Kein Gas zu geben ist gefährlich. Entschlossen drückte François den Gashebel nach vorn, aber das half auch nicht. Er kommt näher. Er schwimmt vorbei. Und jetzt ist er vor uns. Und jetzt ist er wieder hinter uns. Anscheinend umkreist uns das umtriebige Unterwassertier. Schon möglich, aber jetzt ist er nicht mehr da. François schaute durch jedes Bullauge der Tauchglocke. Hier ist er auch nicht. Sehr merkwürdig. Vielleicht ist der Wal müde geworden. Von wegen. Der Wal befand sich genau unter der Tauchglocke, nahm jetzt Anlauf, stieß sie kräftig an und schleuderte sie hinauf an die Wasseroberfläche. Sie drehte und drehte sich, fiel zurück ins Wasser, sank wieder hinab zum Meeresgrund und blieb darin stecken. Ich rufe jetzt die Paw Patrol. Ryder und die Fellfreunde waren immer noch mit Zähneputzen beschäftigt. Der kleine Feuerwehrhund kam als letzter dran. Fertig, strahlend weiß.
Soll ich noch ein Foto von dir machen, Marshall? Aber da drängte sich auch schon eine Möwe mitten ins Bild. Wow. Für weitere Fotos war keine Zeit mehr, denn Ryders Pawpad meldete sich. Ryder, ein wirrer Wal wirbelt uns herum und wir stecken kopfüber im Meeresboden fest. Wir kommen, Captain. Kein Wal zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Sofort flitzten die Fellfreunde los und hinüber zur Strandzentrale. Marshall lief genau hinter Rocky, der die Kamera trug, prallte gegen ihn und die beiden landeten auf ihren Pfoten. Leute, da kommt ein Selfie angeflogen. Ja, in Form der Kamera. Bitte lächeln! Vergnügt sprangen die Hunde in den Fahrstuhl, der sie nach oben in die Zentrale brachte. Und unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder, Sir. Freunde, François und Captain Tollpatsch haben Probleme mit einem Wal. Komisch. Wale sind eigentlich harmlos. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Wal sowas macht. Ich auch nicht, Zuma. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aber zuerst helfen wir unseren Freunden. Für diesen Einsatz brauchen wir... Zuma, du lockst den Wal mit dem U-Boot von der Tauchglocke weg. Ins Wasser. Und Rubble, du drehst mit deinem Bagger die Tauchglocke um. Rubble ist der Retter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell brachte der Fahrstuhl sie ganz nach unten zum Sea Patroller. Dort sprangen alle auf ihre Sitze und schnallten sich an. Motor starten, Robohund. Zuerst wurden die Spezialfahrzeuge der Fellfreunde verladen. Und als die an Bord waren, konnte es losgehen. Robohund, stechen wir in See. Der Steg vor ihnen öffnete sich und der Sea Patroller nahm Kurs aufs offene Meer. Es dauerte nicht lange, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Dort ist die Flunder. Also müssen die beiden hier irgendwo sein. Aber sie sind auf dem Meeresboden. Wie sollen wir sie von hier oben finden? Wir tauchen ab. Rubble, Zuma, holt eure Unterwasserfahrzeuge. Wir folgen euch mit dem Sub-Patroller. Los geht's! Die Unterwasserfahrzeuge standen tief unten im Bauch der schwimmenden Einsatzzentrale. Rubble sprang in seinen Unterwasserbagger. Zuma in sein U-Boot. Eine Rampe öffnete sich und schon sausten die Freunde über die Wellen. Ryder, Marshall, Chase, Sky und Rocky dagegen sprangen in den Sub-Patroller, einem U-Boot in Form eines Fisches. Der Sub-Patroller legt los! Schnell tauchten sie ab und blickten sich aufmerksam um. Ich sehe keine Tauchglocke und keinen Wal. Chase, siehst du was? Moment, irgendwas schwimmt hier rum. Stimmt. Ja, Rubble und Zuma. Wartet, ich sehe noch etwas und es ist riesig. Wie ein Wal vor uns auf der linken Seite. Wenn das der Wal ist, dann ist die Tauchglocke auch nicht weit. Das wäre toll. Ja. Festhalten. Ryder lenkte den Sub-Patroller zu Rubble und Zuma hinüber. Folgt uns, wir haben den Wal gefunden. Doch das riesige Tier schwamm nun direkt auf sie zu. Ryder, ich glaube, der Wal will zu uns. Wow, der ist ja wirklich riesig. Aber der Wal machte kehrt. Und er führt uns direkt zu Captain Tollpatsch und François. Auf geht's. François und Captain Tollpatsch entdeckten die Paw Patrol sofort. Hurra, unsere Retter sind da! Der Walleiter auch. Durchhalten, Captain, wir retten sie. Beeil dich, Ryder, kopfüber unter Wasser ist absolut anstrengend. Ryder, meinst du, der Wal versucht, die Tauchglocke zu fressen? Nein, er hat das Maul nicht auf, aber er versperrt uns den Weg. Zuma, vielleicht kannst du ihn weglocken. Zuma lenkte sein U-Boot dicht an das riesige Tier heran. Hallo, Wal. Wollen wir Fang spielen? Ich wette, du kriegst mich nicht. Es klappte. Der Wal schwamm Zuma tatsächlich hinterher. Alles lief wie geplant. Rubble, du bist dran. Dreh die Tauchglocke um. Aber Walli, das Walross, war schneller. Danke für die Hilfe, Walli. Aber ohne meinen Bagger schaffen wir das nicht. Die beiden Cousins konnten ihre Rettung kaum noch erwarten. Denn die Tauchglocke wurde von dem Unterwasserbagger nun ordentlich durchgeschaukelt. Oh, schlägt dir dieses turbulente Trauma auch total auf den Magen, François? Nein, nein, nein. Ich habe nur zu viele von diesen Schnecken gegessen. Bah.
Entschuldigung. Aber Rubbles Mühe zahlte sich aus. Sehr gut, Rubble. Jetzt noch einmal kräftig anschieben. Rubble ist der Retter! Er fuhr ein Stück zurück, beschleunigte, prallte noch einmal gegen die Tauchglocke und endlich war sie frei. Oh, danke, Rob. Jetzt aber nichts wie nach oben. Und los! Zuma und der Wal spielten immer noch Fang. Hey, Wal, wo steckst du denn? Ach, da bist du. Der Wal schubberte sich an einem der Unterwasserfelsen. Was machst du denn da, Ryder? Irgendwas stimmt nicht mit dem Wal. Er scheuert ununterbrochen sein Maul. Kannst du erkennen, warum? Zuma lenkte sein U-Boot dicht an den Wal heran. Ich sehe jetzt, warum er das macht. Irgendwas steckt zwischen seinen Zähnen. Hat er etwa auch Algen gegessen? Schon möglich. Rocky, wir werden ihn jetzt die Riesenzähne putzen. Rocky rockt! Auch Rocky und Ryder sprangen jetzt in ihre Taucheranzüge und waren im Nu im Wasser. Keine Angst, Ball, wir tun dir nichts. Zeig uns einfach nur dein schönstes Lächeln. Jetzt erkannten sie das Problem. Ein Stück Treibholz steckt zwischen seinen Zähnen. Oh, der arme Kerl muss schlimme Zahnschmerzen haben. Du hast recht. Wir müssen ihm die Zähne putzen und wir brauchen Zahnseide. Aber Ryder, dafür brauchen wir eine riesengroße Bürste. Ich glaube, Wally will uns helfen. Das Walross hatte auf dem Grund des Meeres den Besen entdeckt, der von Bord der Flunder gefallen war. Gute Idee, Wally. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Greifer! Rocky schnappte sich den Besen und schwamm damit zurück zum Wal. Keine Angst, das tut nicht weh. Dann fing er an zu putzen. Seine Zähne sind sauber. Aber das Ding steckt richtig fest. Tja, wo die Bürste nicht hinkommt, muss Zahnseide her. Ich weiß, was wir nehmen. In Sumas U-Boot befanden sich nämlich viele nützliche Dinge. Du hast ein Seil dabei. Eine tolle Idee. Das Maul weit aufmachen. Gemeinsam klemmten sie das Seil zwischen die Walzähne und zogen das Treibholzstück heraus. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Auch Captain Tollpatsch und François trauten sich wieder heran. Endlich hält der Wal mal still und lächelt für die Kamera. Der Wal lächelte aber nicht, sondern riss sein Maul weit auf. Er war so froh, das endlich wieder tun zu können. Oh, no. Auf Wiedersehen. Es ist so schön, dass der Wal keine Zahnschmerzen mehr hat. Zähne gut, alles gut.